Es wird Zeit für eine neue Folge Film News und starten wir mit Fast and Furious 9, denn erst in 8 Ländern ist der Film gestartet und knackt bereits massenhaft Rekorde, wobei europäische oder amerikanische Territorien noch nicht dabei sind, die den Großteil der Einnahmen ausmachen werden. Aber dennoch hat Fast 9 bereits jetzt weltweit 162 Millionen Dollar eingespielt und toppt damit Godzilla vs. Kong als erfolgreichsten Filmstart seit Pandemiebeginn. Allein in China konnten zum Start 135 Millionen Dollar eingenommen werden, was ihn dort zum besten Franchise-Start nach Fast 8 macht und zum ersten Film nach Avengers Endgame, der die 100er-Marke so schnell knackt. Das gesamte Fast-Franchise hat somit auch nun die 6 Milliarden Dollar-Marke durchbrochen. Aber auch Schattenseiten haben sich gerade in Bezug auf China in den vergangenen Tagen aufgetan. So hat sich Darsteller John Cena auf Mandarin entschuldigt, dass er in Promo-Interviews für taiwanesische Medien Taiwan als Land bezeichnet hat. In China stieß dies auf Empörung und wer dort Geld verdienen möchte, sollte sicherlich nicht zu politisch werden. Gerade über diesen Aspekt bin ich auf eure Meinung in den Kommentaren sehr gespannt. Fast and Furious 9 wird am 25. Juni in den USA starten. Hierzulande muss man noch bis zum 15. Juli warten. Letzte Woche war es noch ein heißes Gerücht, nun ist der Deal festgezurrt. Amazon hat sich das Traditionsfilmstudio MGM einverleibt für den Preis von 8,45 Milliarden Dollar. Damit bekommt Amazon Zugriff auf über 4000 Filme, darunter Franchises wie die James-Bond-Filme oder die Rocky-Reihe, sowie über 17.000 Serienepisoden. Sicherlich ein spannender Zuwachs für Prime-Kunden, die dauerhaft eine vergrößerte Amazon Prime Video-Videothek erwarten können. Dennoch sollen große Filmtitel zunächst ins Kino kommen, könnten dann aber direkt exklusiv bei Amazon Prime Video landen. Vergangene Woche war noch nicht bekannt, wann und wie man die Friends Reunion in Deutschland sehen kann, dann ging wiederum alles ganz schnell. Parallel zum Start auf HBO Max kann man seit gestern das 99-minütige Wiedersehen und Schwelgen in Erinnerungen nach 17 Jahren der Hauptdarsteller Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox, Matthew Perry, David Schwimmer und Matt LeBlanc auf Sky oder Sky Ticket sehen. Da ich mit der Serie groß geworden bin, war das für mich ein Muss und ich hatte so oft Gänsehaut, Tränen in den Augen und habe viel gelacht. Für mich persönlich definitiv eine richtig feine Sache gewesen. Und wer Friends ansatzweise mochte, sollte sich diese Reunion anschauen. Da gibt es ein tolles Wiedersehen, tolle Eindrücke, aber auch so ein paar Geschichten hinter den Kulissen, die man, glaube ich, selbst als Fan vorher so noch nicht kannte. Ryan Reynolds ist in seiner Verkörperung des Deadpool für viele zur Ikone geworden. Dabei scheint das Wesen, das dem vierte Wand durchbrechenden Antihelden innewohnt, auch immer die Tonlage zu treffen, die Reynolds privat anschlägt. Egal ob auf Instagram oder Twitter, seine Postings sind immer sehr unterhaltsam und ironisch zugleich. Nun hat er aber zum Anlass des zu Ende gehenden Mai, der in den USA als Mental Health Awareness Month begangen wird, über seine Angststörung getwittert, die ihn schon sein gesamtes Leben begleitet, dass er überladen sei, weil er von allem, getrieben durch die Angst, zu viel mache. Zu viel arbeiten, sich zu viel sorgen, zu viel planen und vieles mehr. Dafür hat er viel Zuspruch erhalten und das Wichtigste ist, denke ich zumindest, klarzumachen, dass man eben mit einer solchen Angst nicht alleine auf dieser Welt ist. Dass Lindsay Lohan nach jahrelanger Pause zurückkehrt, war in der vergangenen Woche eine der Top-Nachrichten aus der Filmwelt. Für Netflix wird sie im Rom-Com-Genre Teil eines kommenden Weihnachtsfilms sein. Im noch unbetitelten Streifen wird sie eine verwöhnte Hotelerbin spielen, die bei einem Skiunfall ihr Gedächtnis verliert. Obwohl sie frisch verlobt ist, wird sie dann aber jemand anderen kennenlernen, Rom-Com halt. Aber dennoch halten wir fest, für Lindsay Lohan-Fans wird das Weihnachtsfest auch ein kleines Filmfest. Und beenden wir diese Folge Film News mit den zwei kleinen Infos, dass MCU Quicksilver-Darsteller Aaron Taylor-Johnson als Spider-Man-Bösewicht Kraven the Hunter von Sony angedacht wird und die Tanz der Teufel-Fortsetzung Evil Dead Rise nun offiziell bestätigt wurde und sich in Produktion befindet. Und damit sind wir am Ende dieser Folge Film News. Sie war kurz, aber dennoch hoffe ich, ihr fühlt euch gut informiert. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.